Grüezi Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht, der Seat Alhambra vom Dennis bzw. von Dennis seiner Familie ist wieder da. Auf dem Auto haben wir vor genau einem Jahr ein Experiment gestartet, nämlich wollten wir überprüfen, ob CarPro Essence, also ein Primer, eine Politur, die zusätzlich noch Harze oder Versiegelungsanteile enthält, die Anhaftung von Keramikversiegelungen stört und auch von verschiedenen Keramikversiegelungen stört. Vor ein paar Monaten hatten wir euch schon ein Update nach genau 7 Monaten präsentiert. Heute zeigen wir euch jetzt also, wie es nach einem Jahr aussieht. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es bin, denn das wird eine sehr, sehr interessante Frage. Dennis war so lieb und hat schon vorgearbeitet. Und zwar hat er das Auto einmal mit CarPro Lift, also einem Snowfoam, einem alkalischen Snowfoam, vorbehandelt. Dann hat er den natürlich abgespült. Dann hat er mit CarPro Reset, also einem Shampoo, das auch explizit für solche Fälle gemacht ist, also für Keramikversiegelungen, gewaschen. Danach hat er noch mit CarPro Spotless die Haube behandelt, das heißt mit einem Spezialreiniger, um die mineralischen Ablagerungen zu entfernen. Hat das Ganze noch mit CarPro Reset, also mit dem Shampoo und einem Waschhandschuh, mechanisch unterstützt. Und dann hat er auch noch den CarPro Iron X, also einen Flugrostentferner, verwendet. Was wir jetzt noch zusätzlich machen werden, ist, wir werden da jetzt noch einige Male drüber waschen und da seid ihr auch live dabei. Der Grund dafür ist folgender: Wir hatten euch ja im 7-Monats-Update schon gesagt, dass das Auto seit dem Auftrag der Versiegelungen nur einmal gewaschen wurde. Es stand zwar die ganze Zeit draußen, es wurde die ganze Zeit bewegt, aber eben nur einmal gewaschen, und das war jetzt die zweite Wäsche innerhalb von einem Jahr. Und da haben Dennis und ich gesagt, das ist nicht ganz realistisch, weil das ist ein sehr geringes Maß an mechanischer Belastung und wahrscheinlich würden Leute, die sich eine Keramik auftragen, das auch öfter waschen. Und deswegen waschen wir hier jetzt mit dem CarPro Reset noch einige Male drüber, einfach damit wir noch eine stärkere mechanische Belastung haben und damit dann hier Unterschiede, falls sie denn da sind, noch ein bisschen stärker zutage treten. Zur Erinnerung für euch: Auf dem Streifen hier war das CarPro Sequence UK 3.0 drauf. Daneben war das CarPro Light. Daneben war dann das GN Rim, also eine Felgenkeramikversiegelung. Dann hatten wir hier das GN CanCoat. Daneben hatten wir das Liquid Elements Eco Shield. Und daneben hatten wir dann das Neowax Number 6. Hier ist der Streifen, also hier oben hatten wir die Flächen mit dem CarPro Essence vorbehandelt, jeweils einmal mit 4 Stunden Ablüftzeit, bevor die Keramik drauf kam, und einmal mit 90 Minuten. Und da unten war es mit einer normalen Finish-Politur vorbehandelt und dann kamen die Keramikversiegelungen drauf. Aber dann würde ich sagen, wir waschen jetzt. So I told him like this, look. My adversaries crumble when we rumble. It's a catastrophe on anybody who trying to hate, coming blasting me. I've been in this for a minute. See how I graduated from rookie to beginner, but now I'm winning on the road. Packing up and selling our shows, but let's rewind the tape a bit and let them all know who came to rock the flow. Jay, who knocks the most? Willis. I creep up on the come up, whether they hate it or feel this. Next in line to come and battle me quick. Man, you don't wanna see me in this circle. I'm killing you, kid. So, ihr habt gesehen, wir haben jetzt 10-mal drüber gewaschen in Kombination mit den 2 Wäschen zum 7-Monats-Update und zu der Wäsche, die Dennis hier vor dem Videostart schon erledigt hat, sind das dann 12 Wäschen. Ergo haben wir jetzt die Situation simuliert, dass jemand in einem Jahr einmal im Monat sein Auto wäscht. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir hier mit verschiedenen Wassermengen und Wasserdrücken draufgehen. Das ist jetzt quasi simuliert, wie es in einem Regenschauer aussieht. Ja, schaut euch mal, jetzt werde ich gleich nass, schaut euch mal die Fläche da an, vor allem, weil ich hoffe, ihr seht das. Da sind die Tropfen deutlich unrunder als auf den anderen Flächen. Geh mal näher ran, ich glaube, ihr seht es auch schon hier an den Ablaufbahnen. Also das war Neowax Number 6 mit Essence, aber nur 90 Minuten Ablüftzeit. Überall anders findet eine Tropfenbildung statt, definitiv. Die sieht auch überall noch ziemlich gut aus. Wir machen noch mal ein bisschen Regen drauf. Ja, auch da
Das müsste das Chiang-Kang-Code sein. Auch das Kang-Code hat mehr gelitten als die anderen, da sieht es nicht mehr so gut aus. Ist ja aber auch okay, weil das Kang-Code ist ja von Chiang nur mit 6 Monaten Standzeit angegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Das, was richtig stark ist, ist das CarPro Sequence Lite, weil da sind wir auch deutlich über der Angabe von CarPro drüber. Die sagen ja, glaube ich, 6 Monate bis maximal 1 Jahr. Aber das sieht noch verdammt gut aus. Sehr schön. Und jetzt werden wir den Wasserstrahl ein bisschen härter einstellen, mit mehr Wasser drüber gehen. Und dann schauen wir es uns nochmal an. Ja, auch da wieder, da sieht es definitiv nicht mehr gut aus. Auch da, schaut euch mal den Unterschied an, hier bei der Fläche vom Chiang-Kang-Code von hier oben, vor allem da zu unten. Ja. Dann auch hier, das ist das Liquid Elements Echo Shield, schaut euch das mal an. Ja, ich glaube, gerade da sieht man es deutlich. Dann schauen wir uns hier die beiden von CarPro nochmal an. Ja. Ja, also wir sehen eindeutig, das UK funktioniert deutlich besser als das Lite jetzt noch. Aber wie gesagt, das Lite beeindruckt mich eigentlich, dass das noch drauf ist. Und die einzige Fläche, beziehungsweise die 2 Flächen, wo ich sagen würde, sehen wir was, sind diese 2. Und genau das ist jetzt auch eine schöne Bestätigung für uns, dass unsere Beobachtungen stimmen, weil wir haben ja es immer so gemacht, dass wir links die 90 Minuten und rechts die 4 Stunden Ablüftzeit haben, außer da, weil da hat es Dennis vertauscht und da ist es nämlich umgekehrt, das heißt, es sind hier die 4 Stunden und da die 90 Minuten und jetzt lustigerweise ist es bei den 4 Stunden Ablüftzeit auf beiden Flächen hier ein bisschen schlechter. Mach nochmal oben und unten den Unterschied. Also beim UK, finde ich, sieht man hier zwischen diesen beiden Flächen einen deutlichen Unterschied. Ja, das gleiche hier beim Lite. Auch das Chiang Rim hat durchgehalten, also rein von der Resistenz und von der Standzeit her funktioniert das, mit einer Felgenkeramik hier drauf zu gehen. Und dann schrauben wir jetzt noch den Aufsatz vom Wasserschlauch runter und schauen uns das reine Sheeting noch an. So, wir fangen beim UK 3.0 an. So, jetzt hier nicht täuschen lassen. Natürlich fängt es hier unten später an, weil das Wasser ja von oben nach unten muss. Ich glaube, man sieht deutlich, dass es hier noch schneller aufreißt. Dennis fängt mal nur hier oben schnell an. Genau. Ja, also alle 3 Flächen sind noch deutlich vorhanden. Wie gesagt, die Fläche, die jetzt hier ein bisschen schlechter funktioniert, ist die hier vorbehandelt mit Essence 4 Stunden Ablüftzeit. Dann schauen wir uns das Light an. Ja, also ich finde das wirklich beeindruckend für eine Keramik, wo der Hersteller eigentlich sagt, ein halbes Jahr Standzeit. Und da ist es auch wieder einzig die Fläche hier, die ein kleines bisschen langsamer ist. Wobei jetzt hier sieht es wieder besser aus. Ja, allerhöchstens ein kleines bisschen, aber wir hatten das Gleiche ja schon auf der silbernen Haube gesehen, dass die CarPro-Keramiken
eigentlich sehr gut mit dem Essence harmonieren und dass da nicht wirklich groß was passiert. Dann schauen wir uns jetzt das Cheon Rim an, das ist der Streifen hier. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis es da auf, jetzt reißt es auf, genau. Also auch da würde ich sagen, das harmoniert eigentlich relativ gut mit dem Essence. Da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, wirklich nicht. Sehr schön, dann schauen wir uns daneben das Cheon Cancoat nochmal an. Ja, jetzt lustig, weil ich glaube, wir hatten auf der silbernen Haube genau das gleiche gesehen. Dennis geht nochmal kurz drüber. Schaut euch mal die Geschwindigkeit jetzt da oben an, wie das Wasser sich zurückzieht und jetzt da unten. Ich würde sogar sagen, die Fläche, die wir mit Essence vorbehandelt haben, funktioniert besser. Wenn ihr mal anschaut, vor allem da im Vergleich, wie langsam das sich jetzt zurückzieht und oben sieht das deutlich besser aus, schneller. Also da haben wir jetzt den lustigen Fall, dass sich die Keramik hier mit Essence sogar besser verträgt als mit einer normalen Finish-Politur. Spannend. Echo Shield. Liquid Elements Echo Shield, um präzise zu sein. Ja, oben zieht sich es gut zurück, unten noch ein bisschen schneller. Ja. Also da würde ich sagen, Essence hat einen kleinen Einfluss gehabt auf das Echo Shield, aber es ist jetzt nicht so, dass es komplett versagt hätte. Also da würde ich tendenziell sagen, Echo Shield mit normaler Finish-Politur besser und dann schauen wir uns noch das Neowax Number 6 an, was ja auch von der Zusammensetzung her ein klein bisschen was anderes ist. Ja, da haben wir jetzt einen absolut deutlichen Einfluss und ein klares Bild. Wo wir es nur 90 Minuten ablüften lassen haben, ist sowohl Beading als auch Sheeting deutlich langsamer. Schaut es euch mal an, deutlich. Und da unten sieht es eigentlich gleich gut aus wie oben. Also, wir haben es jetzt gesehen und dann können wir jetzt zum finalen Fazit von diesem einjährigen Langzeitvergleich gehen. Eine kurze Beobachtung zum Thema, dass Keramikversiegelungen Kratzer verhindern. Schaut euch mal das da an. Da ist das Carpro C-Quartz Light drauf. Da ist das Cheon Rim drauf. Da sehen wir Insektenreste. Das ist auf dem Cancoat. Da sehen wir ein paar tiefer. Ja, das ist auf dem Echo Shield. Und auch da, Moment, kriege ich sie rein? Ja, da seht ihr, beim Neowax Number 6. Also, Keramikversiegelungen schützen nicht vor Kratzern. Ich weiß nicht, wie oft wir es noch wiederholen müssen, bis man es uns glaubt, aber ich glaube, wir haben jetzt da einen schönen Beweis. Ich glaube, damit können wir diesen Langzeittest abschließen und als allererstes will und vor allem muss ich da auch ein bisschen meine eigenen Aussagen von früher revidieren. Ich war ja ein ganz klarer Gegner davon, dass man Carpro Essence verwendet, wenn man eine Keramik aufträgt, insbesondere wenn das keine Carpro Keramik ist. Und dahingehend muss ich jetzt persönlich für mich sagen, wenn man das Problem von einem unglaublich weichen, empfindlichen und heiklen Lack hat, wo egal was man macht, man kriegt kein schönes Finish hin, im schlimmsten Fall ist es so, dass man schon beim Abnehmen von einer Finish-Politur wieder Kratzer erzeugt. Spätestens dann aber, wenn man einen IPA verwendet, sich wieder ganz feine Kratzer in den Lack zieht. Da muss ich jetzt nach diesem Test sagen, wahrscheinlich ist Carpro Essence das geringere Übel. Das heißt, bevor man ganz feine Kratzer in so einem Lack drin hat und dann einfach hofft, dass die Keramik diese wieder abdecken wird, würde ich wirklich sogar sagen, es ist wahrscheinlich die bessere Alternative, wenn man Carpro Essence verwendet. Ich bleibe aber auf jeden Fall dabei, dass man sowas dann mit seinem Kunden besprechen muss und sollte, wenn man ein professioneller Aufbereiter ist. Und ich finde das auch nicht schlimm, denn wenn ein Kunde so einen unglaublich weichen, empfindlichen, insbesondere dunklen, schwarzen Unilack hat, dann wird alles, was man tut, immer ein Kompromiss sein. Entweder man lebt damit, dass die feinen Kratzer drin sind, hat aber dann die optimale Anhaftung oder Andockung von so einer Keramik am Lack. Oder man sagt sich, man will die Kratzer nicht haben, verwendet das Carpro Essence, trägt die Keramik dann auf, aber dann muss man und sollte man seinem Kunden auch sagen,
dass das hier die Anhaftung der Keramik und insbesondere auch die Standzeit gemessen an der Hydrophobie beeinflussen kann. Denn das ist der entscheidende Punkt und da müssen wir jetzt auch aufpassen, was ich von meinen früheren Aussagen revidiere. Ich werde nicht mehr sagen, dass CarPro Essence die Anhaftung von einer Keramik verhindert. Wobei ich glaube, das habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, es kann soweit kommen. Da haben wir jetzt aber nach 12 Monaten gesehen, dass bei keiner einzigen von den getesteten Keramikversiegelungen, und ich glaube, wir hatten hier eine schöne Auswahl dabei mit dem Eco Shield, dem Neowax Number 6, dem CanCoat und den CarPro Keramiken, jede einzelne von denen grundsätzlich noch da war. Die Fläche, die mit Abstand am heftigsten beeinflusst war, aber das war eigentlich schon direkt nach dem Auftrag so, war die Fläche vom Neowax Number 6, wenn wir das CarPro Essence nur 90 Minuten haben ablüften lassen, bevor wir dann die Keramik aufgetragen haben. Bei allen anderen muss man ganz klar sagen, es war deutlich sichtbar jetzt, selbst nach einem Jahr und selbst nach dem simulierten Waschzyklus von einer Wäsche pro Monat, definitiv noch eine hydrophobe und damit vermutlich auch eine Schutzwirkung noch vorhanden. Das heißt, am Ende des Tages müsst ihr euch entscheiden, ob es euch das Risiko wert ist, dass ihr CarPro Essence verwendet, wenn ihr danach so eine Keramikversiegelung nutzt. Ich glaube, was wir deutlich gesehen haben, ist, und das hatte ich ja immer schon gesagt, dass die Kombination aus CarPro Essence mit einer CarPro Keramikversiegelung sehr, sehr gut funktioniert. Da ist es ja auch kein Wunder, da hat der Hersteller wahrscheinlich sichergestellt, dass die Produkte gut miteinander harmonieren. Aber man kann eben nicht von einem Hersteller erwarten, dass er so ein Produkt wie Essence mit allen sich auf dem Markt befindlichen Keramikversiegelungen ausprobiert. Und da haben wir auch gesehen, dass gerade beim Neowax Number 6 und auch gerade beim Liquid Elements Eco Shield hier durchaus Kompatibilitätsprobleme auftreten können und dass ihr dann in der langen Sicht einfach nicht mehr ganz so viel von so einer Keramikversiegelung habt, wenn ihr vorher einen Primer wie Essence nutzt. Und da muss man sich halt einmal mehr in Erinnerung rufen, man durchläuft ja einen riesigen und langen Prozess zum Auftrag einer Keramik. Man reinigt sein Auto, man dekontaminiert, man knetet, man poliert bis zur Perfektion und da finde ich es dann persönlich einfach schade, wenn man durch die Nutzung von so einem Produkt hier diesen ganzen Prozess und dann auch die lange potenzielle Standzeit von mehreren Jahren von so einer Keramikversiegelung gefährdet, einfach nur, weil man so ein Produkt dann verwendet. Deswegen würde ich eigentlich das Fazit von diesem Video wie folgt gerne formulieren. Wenn ihr eine CarPro Keramik verwendet, dann ja, dann sehe ich persönlich keine großen Probleme darin, dass ihr CarPro Essence verwendet. Sobald ihr eine Keramik verwendet, die nicht von CarPro kommt, dann könnt ihr das machen, dann wird Essence nicht verhindern, dass diese Keramik grundsätzlich auf dem Lack anhaftet. Aber es kann sein, dass die Standzeit und die Performance und die Hydrophobie von der Keramik vor allem auf die lange Sicht gesehen darunter leidet. Aber nochmal, ich glaube, ihr müsst CarPro Essence mehr als eine Notfalllösung sehen und als das geringere Übel, einfach in dem Fall, dass ihr einen sehr weichen und empfindlichen, insbesondere dunklen Lack habt. Wenn ihr diese Probleme nicht habt, dann würde ich nach wie vor empfehlen, nutzt eine normale Finish-Politur, entfettet den Lack danach und tragt dann die Keramikversiegelung direkt auf diesen Lack auf, weil dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Was Dennis und ich jetzt in einem nächsten Schritt machen werden, ist folgendes, denn CarPro Essence ist nicht das einzige Produkt dieser Art, sondern es gibt zum Beispiel auch noch das Labo Cosmetica Fiero. Das Fiero ist ein bisschen anders aufgebaut als das Essence, weil hier sagt Labo Cosmetica, dass hier keine Wachse, keine Füller, keine Harze enthalten sind, wie es ja zum Beispiel beim CarPro Essence der Fall ist, was auch dazu führt, dass Labo Cosmetica hier verspricht, dass man den Lack damit polieren kann, man kann es danach abtragen, man kann und darf sogar einen IPA verwenden, ohne irgendeine Ablüft- oder Reaktionszeit und dann kann man direkt auch nach dem Abnehmen dieser Finish-Politur oder von diesem Primer mit der Keramik hinten nach. Und deswegen werden wir exakt diesen Test mit exakt den gleichen Keramikversiegelungen auf exakt dem gleichen Auto jetzt noch mit der Labo Cosmetica Fiero wiederholen, denn vielleicht ist das ja sogar die bessere Alternative zum CarPro Essence und genau das werden wir jetzt in dem nächsten Schritt versuchen, für euch rauszufinden. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus!